So, meine lieben Leute, ja, kurze Erklärung, ich bin gestorben, das war jetzt keine Spoilers, ich bin hier hinter gestorben, aber aus irgendeinem gewissen Grund, keine Ahnung wieso, hat sich mein Save nicht gelöscht. Und da habe ich gedacht, hey, wenn das Spiel einen Bug hat, dann benutze ich ihn auch mal. Weil ich bin dann sozusagen da gespawnt, wo hier diese coolen Monster auch waren. Oh yeah, der letzte Chart. Genau hier. Das ist ein Mr. Creeper. Da ist er. Die. Oh, der letzte Chart. Yay. Das ist schon mal ein super Anfang. Habe ich die hier drin? Nein, aber ich kann hier die Stone Presence 5. Ich gehe lieber drüber. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin, wie glücklich ich bin. Erstens, dass natürlich das hier nicht gelöscht wurde. Und da gucken, das alles sicher. Und dass ich das jetzt machen kann, wo ist dieser Inert Stone? Wo ist er da? Husch. So. Stone mit diesen Charts außenrum. Ich habe nämlich nochmal zusammengespielt mit jemandem und mit diesem... Und wir hatten auch genau 7. Und dank diesem Minimum Stone bin ich dann gestorben. So, wir brauchen ein paar Diamanten. Genau, mach da hin. Hier. Genau, Diamanten, so. Heißt, wir haben jetzt 10 Diamanten, machen wir uns ein bisschen mehr Rüstung. So, das, was ich noch am meisten denken kann, ist, obwohl, wenn ich die Hose mache, genau, dann habe ich noch 3 übrig. Ich denke, die Hose ist einiges mehr wert, als wenn ich jetzt was anderes bauen würde. So, die 3, eine Pickaxe habe ich. So, heißt, wir müssen jetzt eigentlich gucken. Ah, wie mache ich das denn jetzt am besten? Guck jetzt einfach mal auf diesen Stone. Wo ist er? Genau. Rechtsklick. Genau. So, wir brauchen Obsidian auf jeden Fall. Obsidian brauchen wir davon, gut. Weil mit Obsidian kann man Erze machen. Also kann man Iron Ingots machen. Und aus Clayblöcken kann man Iron Ingots machen. Was mich aber mehr interessiert ist... Ein Gold ist das. Okay, gut. Es hat den ganz normalen EMC-Value, klar. Aber was mich mehr interessieren würde, muss ich noch ein bisschen weiter suchen. Währenddessen nehme ich mal einen Schluck aus meinem Kaffee. Mmh. Sehr guter Kaffee. Ja, ich weiß, ich bin sehr viel am Kaffee trinken. Keine Ausrede gibt es dafür, aber ich mag es halt. Kann ich hier von Leder machen? Das ist das Wichtigste. Ich würde es richtig schön finden, wenn ich mir... Okay. Leder machen würde. Leder damit machen können. No. Shit. Weil dann könnte ich mir nämlich schon mal so ein Zauberbuch bauen und sowas. Egal. So. Gucken wir. Basaltstone. Gut. Wir nehmen diesen Minimum... Was ist, wenn ich den Minimum Stone hier ab und C drücke? Ah ne, das ist Wayne Point. Wow. Ja. Was ist denn? Was ist das? Okay. Wow. Also ich kann mit diesem... Minimum Stone anscheinend wohl was verzaubern. Hm. Okay, den lasse ich mal lieber in meinem Inventar. Sieht so freaky aus. Obwohl, ich kann hier eigentlich sehr viel Stein nehmen und das in irgendwas anderes umwandeln, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Das kann stacken, das kann stacken. Okay, stimmt. Mal hier den Raw Beef rein und ein bisschen Kohle. Das ist meine Charcoal schon weg, genau. So. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich hier diesen Minimal Stone gebe und irgendwie diesen Bezel Stone? Gibt es da irgendwas? Nein. So. Gut. Das heißt, wir werden den Minimum Stone am besten gar nicht so in der Richtung benutzen. So. Könnten aber... So Obsidian produzieren.
Ach, bin ich bekloppt, wir brauchen ein bisschen mehr. Und so ein Tor in die Unterwelt machen, das ist 10, stimmt. So 10. Yikes. Wo machen wir das denn am besten? Machen wir irgendwo hier an der Seite rein, meiner Basis. Können wir auch in den Nether gehen, so. Ja, ich benutze meine Iron Pickaxe auf, weil ich habe ja meine Diamond Pickaxe. Deshalb kann ich die ganze mal hier aufbrauchen. Oh, ja, 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 ja. So, meine Schaufel. Joinks, joinks. Was kann man noch mal hier in Iron verwandeln? Ach, Obsidian kann man in Iron verwandeln. Das ist es also. Oh, okay. Oh, weiß nicht. An sich würde ich ja zuerst mal sowas in der Richtung machen, dass ich sehr viel Gold hätte. Mit dem Gold halt sehr viel Diamanten habe, um mir eine komplette Diamantrüstung zu machen. Dazu fehlen mir aber noch zwei Sachen. 4 und 5, also 9 Diamanten fehlen mir noch, 3 habe ich, also 6 fehlen mir noch. Charcoal. Komm her, Minimum Stone. So, das heißt, ich brauche jetzt sehr viel Holz. Okay, dann versuchen wir hier so viel reinzutütteln, wie geht. So. Und die 2 Seeds kann ich ja noch anpflanzen. So. Wir brauchen jetzt sehr viel Holz. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier noch Platz in der Truhe habe. Genau, jetzt hier mal so ein bisschen rein. Oh, Leder haben wir ja zum Glück, stimmt, habe ich ganz vergessen. Porkchop nehme ich, behalte ich. Das Steinschwert, auch kann von mir aus hier rein so lange. Ich sehe hier nur, ich habe wenig Äxte, oder was heißt wenig Äxte? Dezente Äxte, so. Ja, weil, wenn man das jetzt so überlegt, ach, oh, das ist so langsam. Habe ich keinen Saphir und Rubin. So, jetzt bin ich mal ganz gewagt. Ganz wahnsinnig. Ich mache das einzig Richtige. Habe ich hier was? 1, 2, genau. So, und die 3 hier. 1, 2, 3. Ich mache mir nämlich jetzt zuerst mal ein paar Sticks. Und eine Diamond Pickaxe. Genau. Ich bin so verrückt. Ich mache mal das. Das ist im einfachen Grund, ich habe jetzt keine Lust, so lange immer zu warten, bis das abgebaut ist. Ich habe bei meinem Together Run eine Saphir-Axt gehabt und die geht so schnell. Das geht so schnell hier weg. Und so viele Äpfel kommen dabei raus. Das Wichtigste ist, dass ich hier das mit den Setzlingen austausche. So, und ein ganz kleiner Tipp. Äpfel spawnen nur in sozusagen den Büschen, also in den Blättern. Heißt, wenn ihr einen dicken Baum macht, hat er viele Blätter. Und somit erhöht ihr auch indirekt eigentlich die Chance, dass da irgendwas Gutes rausspawnt. Also ein paar Äpfel vielleicht. Oh Mist. Muss ich den hier wegmachen? So. Deshalb immer so vierermäßig anbauen. Außerdem durch diese Mod, die man dazu hat, dass es sozusagen abgebaut wird mit einem Schlag plus die ganzen Obersachen, ist das ja kein Problem. So. Boink. Gut, das geht dann von selber kaputt halt. So. Hat man halt diesen riesigen Vorteil, dass man so halt mehr an Äpfel kommt. Äpfel sind ja immerhin noch was zum Essen und ja, das Holz werden wir alles in Obsidian verwandeln. Das Obsidian werden wir dann in Iron Bars verwandeln und die Iron Bars werden wir dann irgendwann mal in Gold Bars verwandeln. Die Gold Bars in so, also heißt, wir brauchen sehr viel. Zack. So, weiter und immer vorsichtig sein. Gut, da wir jetzt diese Shards ja haben, haben wir schon mal eins sicher. Nämlich, dass wir nicht mehr so oft gegen Monster kämpfen müssen. Oh wow, die haben sich verbunden. Cool. Da sie sich mit den Blättern auch sozusagen verbunden haben, haben wir den großen Vorteil gehabt, dass wir sie gleichzeitig abgebaut haben. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Natürlich werde ich jetzt nicht nur diese Oak Woods, die ich hier so habe,
Kaputt machen? Nein. Ich werde nämlich hier jetzt das einzig Schnelle machen. Ich gehe an diese coolen Dschungelbäume, hau die unten an, alles oben drüber geht halt kaputt. Gut, wir bekommen zwar keine Äpfel daraus, aber guck mal, eine Menge Holz und das sehr schnell. Wenn man das hier euch anguckt. So. Und da wir ja einige Stacks brauchen werden, also 4 Stacks für ein Stack an Obsidian ist schon einiges, wenn man das so sich überlegt. So. Zank. Heißt, wir müssen uns ranhalten, bevor es dunkel wird. So. Deshalb habe ich mein Inventar auch so weit es geht ausgeräumt, damit nichts hier ist. Hier haben wir eine kleine Dschungelhöhle, okay. Ich dachte, da ist vielleicht irgendwie an der Seite ein bisschen Kohle, die ich mir so wegschnabulieren kann. Aber ich sehe, die Welt geht unter, nein. Die Sonne geht unter. Gut, das heißt, ich versuche hier nur noch diesen einen Baum hier abzuhauen. Boink. So, jetzt gehe ich auch schon schlafen, bevor zu viele Monster um mein Haus spawnen und ich dann nicht mehr schlafen kann. Obwohl normalerweise meine glückliche Musik sagt, hey, es ist noch gar nicht dunkel. Naja, egal. Ah, wir haben Pech. Hier ist leider kein großer Baum rausgewachsen. Sozusagen viel Glück beim nächsten Mal. Gott. Ja, schlafen. Schlafen bitte. So. Keine Ahnung, weshalb ich ab und zu mal doppelklicken muss. So, ich trinke aus einem ganz besonderen Becher. Was heißt ganz besonderen Becher? Ich trinke aus jetzt einem guten Becher, der sehr schön gemacht ist, weil... Ach stimmt, da sind ja schon zwei. So. Heißt, ich kann mir einen halben Stack Iron machen. Damit kann ich mir... einen Diamanten machen. Cool. Oh, der Bell... Oh, Mist, der geht echt kaputt. Verdammt. Nicht dieses Umwandeln geht der kaputt. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich an sich... Ja, die Shards wieder haben. Aber die Shards bekommt man ja eh nur durch Monster. Oh, super. Ich hoffe, dass wir dann mindestens eine komplette Diamond Armor haben. Wenn wir mit dem Prozess hier abgeschlossen haben. Zum einfachen Grunde. Dann haben wir weniger Pech bei anderen Sachen. So, bonk. Was heißt Pech? Ach. Entweder falsch, falsche Wortwahl. Ich meine, damit haben wir ja dann immerhin einen kompletten Diamond Set an. Ich frage mich, kann ich... Ich muss mal gleich gucken, ob ich irgendwas mit Stein machen kann in der Richtung. Dass Steine irgendwann mal ein bisschen effektiver werden. Dass Steine irgendwann mal Clay vielleicht geben und Clay man dann in diese Iron Ingots verwandelt. So. Wo haben wir denn das hier genau? So. Gut. Das heißt, wir dürfen... Oh, wir müssen auch mindestens einen Goldbarren behalten. Oh, Mist. Gut. Merken, einen Goldbarren zur Seite legen. Für diesen Inertstone halt wieder. Dann haben wir wieder einen Apfel. Ich denke, den Porkchop da unten tausche ich aus mit Äpfel, weil ich habe so viele. Halt, dank dieser Technik. Dass man diesen Oakwood halt immer anpflanzt. Ich wollte jetzt gerade schon Äpfel anpflanzen. Geht aber nicht. Das ist das Beste, was sie gemacht haben, dass sie Äpfel, dass sie die, wieder die Äpfel eingeführt haben, weil man nicht am Anfang alles hat. Okay, was es hat? Weil man am Anfang vielleicht mal Pech hat, nicht sehr viel von den Mobs am Spawn hat und man trotzdem Essen braucht. Da kann man sich mit dem Oakwood immer noch so ein bisschen retten. Plus man kann dann sich goldene Äpfel machen, die natürlich sehr cool sind. Joinks. Joinks. Da haben wir wieder was. Es ist so verrückt, wenn man das sozusagen über diesen LAN-Server zusammenspielt, dauert das eine gewisse Zeit, bis es sich sozusagen abgebaut hat. So, das hier ein paar von diesen roten Dingern nehmen wir mit, aus dem einfachen Grund, ich werde gleich, also später irgendwas bauen. Ist natürlich nicht eine, ich weiß nicht, ob das auch als Waffe zählt oder so, ob es mehr Schaden macht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist süß und erinnert einen an etwas anderes. Aber ich spoilere noch nichts, das werde ich dann gleich machen, so. Also gleich nicht spoilern, sondern gleich bauen. So, jetzt haben wir hier einen großen Jungle Wood. Am besten ist, wenn ich dann Jungle Wood auch noch aufsammle, dass ich entweder Jungle anpflanze, oder ich muss gucken, dass ich weiter hier sozusagen in dem Jungle... Oh, hier. Clay haben wir hier. Wenn man weiß, Clay kann man auch in sozusagen... Clay-Blöcke kann man auch in Iron verwandeln, deshalb nehme ich die mal mit. Irgendwie dauert das, aus diesem Wasser rauszugehen, länger als einzusinken. Das ist irgendwie nicht richtig. Ich
Ja, hier Zombies, die machen mir aber nichts, weil die sind bestimmt irgendwo unter der Erde in so einer Höhle. So, wir brauchen noch ein bisschen Sand. So, Glas. So. Wie ich sehe, haben wir da unten noch sehr viel Clay. Weiß jetzt nicht, wie ich das mache. Soll ich da untertauchen? Muss ich aber aufpassen, dass ich nicht sterbe. Weil unter... Wie man sieht, wenn man unten drunter ist, baut man langsamer ab. Okay, und hoch. Okay, ich brauche ungefähr 2 Blasen hoch. Heißt natürlich nicht, dass ich ausreize und warte, bis ich 2 habe, sondern ich gehe dann halt bei 4 hoch. So. So. Kann ich ja hier immer noch so ein bisschen weiter graben. Und atmen. So. 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 Ach, das ist so spannend hier alles. Frage ist, wird es wieder dunkel? Nein, noch nicht. So, gut. So, alles einsammeln hier bitte unten. Und schnell wieder hoch. Ich habe keine Lust hier zu ertrinken. Okay, wie man sieht, ist hier also schon so eine kleine Höhle und so ein kleiner Sog. Da will ich dann natürlich nicht, weil wie man gesehen hat, wurde ich da ein bisschen zurückgetrieben, also runtergesaugt. Und dann dauert es länger halt, sich dagegen anzukämpfen, um rauszukommen. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann haue ich mir jetzt noch ein paar von diesen riesigen Bäumen hier. Die natürlich keinen effektiven Nutzen haben, außer dass sie uns jetzt schnell Holz geben. Ja, wie man sieht, wir haben schon 20 Äpfel. Das ist einiges. So. Einmal weg und push. So, welche setzen natürlich unsere Axt richtig zu. Aber in der Richtung, wenn man das so überlegt, ist es einfach so, als hätte man... das halt mit einer Axt komplett abgebaut. Also das ist, man verliert so viel Schaden, wie es auch hat in der Richtung. Also jetzt muss man nicht sich wundern, oh, das zieht mir aber mehr ab als sonst. Nein. Das ist genau identisch so, wie ihr das halt hättet. War cool. Einmal Samen sogar mitbekommen. So. 31 von denen haben wir noch, die wir irgendwo hier noch anpflanzen werden. Da, da hinten sieht man schon, ein großer Baum ist gewachsen. Erkennt man allein, erkennt man daran, dass sozusagen der Stiel größer ist. Oder nicht unbedingt Stiel größer ist, aber auf jeden Fall, dass er höher ist als alle anderen. Und wenn man den jetzt abschlägt, sieht man ja, dass er schon viel mehr von diesen kleinen Blattgedönse hat. Und genau das ist das, was wir wollen. Weil dann hat man nämlich mehr Wahrscheinlichkeiten, dass Äpfel kommen. Und wie gesagt, die Blätter, die uns sonst einfach immer Ärger machen, gehen ja hiermit schnell kaputt. Also hier da wieder ein paar Äpfel. Hier haben wir auch noch einen Apfel. Oh, wie man sieht, das waren nur 2, die sich verbunden haben. Also deshalb am besten in einem Vierer-Rhythmus machen, weil dann hat man die, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie halt ja, sich zusammentun in der Richtung. Weil entweder tun sie sich so zusammen oder so zusammen. Und die brauchen natürlich auch einen gewissen Freiraum. Also kann sein, dass sie sich nie, paar nie zusammentun werden, weil sie, sagen wir mal, zu nah an etwas anderem dran sind. Das kann natürlich auch sein. Hoppala, so. So, die ganzen Büsche hier wegmachen. Das geht natürlich auch wieder dadurch sehr schnell. Zeug. Weil diese Büsche treten vielleicht auch noch in diesen Wachstums... diese Wachstumsreihe von denen hier mit ein. Das bin, da bin ich mir nicht sicher. So, und bitte wegmachen. So. Wegmachen hier bitte. Und den hier bitte wegmachen. So. Jetzt pflanze ich hier noch was ein. Weil wir jetzt hier mehr Freiraum haben. Das ist zwar Jungle-Boden, heißt aber lange nicht, dass hier nur Jungle-Pflanzen wachsen. So. Keine Angst, ihr könnt hier ganz normal anpflanzen. Oh, hier wächst wieder was. Und da hinten ist auch wieder was gewachsen. Und da sieht man. Ach so, das ist immer noch dieser große Baum. Ich wollte schon sagen, da sieht man schon, da ist was Großes gewachsen. Nee. Hallo, du kleiner Ozelot. Ich habe leider keinen Fisch für dich. Tut mir leid. Heute gibt es keinen Fisch. So, ich versuche natürlich, mich sozusagen so dran zu nähern, dass ich unten den Stunk erwische.
aber jetzt nicht in der Richtung Blätter dazu kaputt machen muss. So. Lass mal hier kaputt.